Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von NextGen TV. Ich bin Kim und ihr habt vielleicht auch mitbekommen, dass nächsten Monat die Kommunalwahlen stattfinden und deswegen habe ich heute zwei Gäste hier im Studio. Einmal. Ich bin Skadi Renz. Ich bin Philipp Dacunia. Und die werden uns heute ein bisschen was über die Kommunalwahlen dieses Jahr erzählen. Skadi, könntest du vielleicht gleich mal anfangen und uns erklären, was Kommunalwahlen überhaupt sind? Genau, also bei den Kommunalwahlen wählt man im Endeffekt die Gemeindevertretung. Das heißt also im Falle der Stadt Güstrow die Stadtvertretung. Und das ist ganz wichtig, weil eben dort eigentlich alle wichtigen Entscheidungen, die wirklich die Stadt Güstrow betreffen, dort wird ganz viel besprochen und im Endeffekt auch ganz viele Entscheidungen werden dort gefällt. Und genau, dafür hat jeder ab 16 Jahren, der hier in Güstrow wohnt, am 9. Juni 3 Stimmen, die er dementsprechend dann vergeben kann. Und an wen kann er diese 3 Stimmen vergeben? Also es gibt eine lange Liste von Parteien, die auf Veranstaltungen, auf Wahlveranstaltungen die Listen angelegt haben. Das sind dann in der Regel, glaube ich, bis zu 18 Kandidaten. Und aus denen wird dann auf dem langen Wahlzettel, gibt es hinter jedem Kandidaten bis zu 3 Stimmen. Die kann man verteilen, wie man möchte. Und am Ende wird dann, am 9. Juni gibt es dann die Auszählung und genau, da wird geschaut, wer hat eigentlich, wer kommt wie rein. Und das Spannende auch in der Kommunalwahl ist, das ist ein ziemlich komplexer Prozess beim Auszählen, weil jeder kann die Stimme abgeben, wie er möchte. Und die Leute, die dann am Abend zählen, die versuchen dann auch einigermaßen schnell durchzukommen. Aber das ist nicht so einfach. Und okay, also man kann seine Stimmen so abgeben, wie man es eben möchte. Aber was bewirken denn Kommunalwahlen eigentlich im Leben der Bürger? Also gerade die Kommunalwahl, die Gemeindevertretung, wie bei uns die Stadtvertretung, das ist das Organ, was den Bürgermeister kontrolliert und wo der Bürgermeister, wo die Stadtverwaltung für Vorhaben wirbt. Das heißt, egal was passiert, ob was Neues gebaut werden soll, für den jährlichen Haushalt, den die Stadt Güstrow zum Beispiel hat, da macht die Verwaltung einen Vorschlag, schlägt es der Gemeindevertretung bei uns der Stadtvertretung vor und dann bestimmen die Stadtvertreter, ob das gemacht wird oder nicht. Das heißt, wir sind in der Regel ein sozusagen sehr bunt gemixter Haufen und die sind alle ehrenamtlich unterwegs. Das heißt, bei uns ist das sind alles diejenigen, die halt im Hauptberuf irgendwas anderes machen. Wir haben aktuell Studenten dabei, wir haben Rentner dabei, wir haben aus allen möglichen Bereichen. Und die beschäftigen sich dann mit teilweise sehr komplexen Themen und am Ende entscheiden sie und schauen, ob sie dann dem Bürgermeister folgen in dem Fall jetzt oder ob sie dann einen anderen Weg gehen möchten. Und das ist eigentlich das Spannende, dass es tatsächlich durch diese verschiedenen Lebensbiografien ein sehr bunter Haufen ist. Skadi, du bist Lehrerin und du unterrichtest ja auch dann in Klassen und Schulen mit Jugendlichen, die 16 oder älter als 16 sind. Und da du ja schon meintest, dass man ab 16 dann wahlberechtigt ist, wie wichtig ist es für dich, dass auch die Jugendlichen wählen können und dürfen? Ich glaube, dass eben gerade die kommunale Ebene da ganz entscheidend ist für die 16-Jährigen oder ab 16 Jahren, um eben seine Stimme für das abzugeben, was einen interessiert und was einen bewegt in Güstrow. Und ich finde, da sollte die Motivation eigentlich bei einem 16-Jährigen genauso da sein wie bei einem 60-Jährigen. Das heißt also vielleicht wirklich an auch die Jugendlichen da draußen, schaut euch mal um. Was interessiert euch? Was gelingt schon gut in der Stadt Güstrow? Wo seht ihr aber vielleicht auch eben Potenzial, dass sich das noch verbessert, sei es in der Vereinsförderung etc. Und dann eben dort zu schauen, okay, wer vertritt meine Interessen und dann dementsprechend die Kreuze zu setzen. Und wie kann man diese Wahlbeteiligung vor allem eben bei der jüngeren Generation erhöhen? Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, die man auch als Politiker ergreifen kann? Ich glaube, ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, gerade die kommunale Ebene bietet es an, dass man vor Ort ansprechbar sein kann und
aus meiner Erfahrung muss ich sagen, es gibt halt viele Sachen, die sieht man auch in einer Stadt nicht. Also Güstrow ist ja schon relativ flächenmäßig groß, auch wenn es noch eine bescheidene Stadt ist. Aber wenn erst einmal darauf hingewiesen wird, an welchen Stellen vielleicht noch was verändert werden kann, kann man das auch machen. Und ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass gerade das ins Gespräch kommen viel bringt. Und wir diskutieren in der nächsten Legislatur auch über Sachen wie Skatepark, zum Beispiel in der Innenstadt und dergleichen. Also viele Sachen, wo es ja auch um junge Leute geht. Und ich glaube, da, wenn man sich jetzt zumindest mit den Personen beschäftigt, die da die in die Stadtvertretung wollen, und darum geht es ja, glaube ich. Ich glaube, gerade die Kommunalwahl ist wie keine andere Wahl eine Wahl, wo es um Personen geht, die man vor Ort auch mal wieder trifft und wo man halt irgendwie ein Vertrauen reinsetzen will. Weil man gibt jetzt seine Stimme denjenigen, die in den nächsten 5 Jahren bei allen Entscheidungen in der Stadt mitreden können. Und wenn man sich jetzt der Meinung ist, man hat jemanden gefunden, wo man sagt, okay, dem traue ich zu, dass er in den nächsten 5 Jahren meine Interessen mitvertritt oder halt auch vielleicht in der Zeit auf das hört, was ich zu sagen habe, dann ist der richtige Zeitpunkt. Das hoffe ich, strahlt dann auch auf die jungen Leute aus. Aber ich weiß, gerade mit 16 ist es nicht einfach, vor so einer Entscheidung zu stehen. Ja, also eher auch mal rausgucken, sich umschauen in Güstrow und dann auch mal aus dem eigenen heraus etwas ergreifen und dann, wie ihr schon meintet, später dann die richtigen Kreuze setzen. Eure Namen stehen auch auf den Wahlzetteln drauf. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch für die Wahlen eigentlich aufstellen lassen wolltet? Soll ich anfangen? Gerne. Mein Weg ist ja ein anderer. Genau, also ich habe immer wieder beobachtet, vor allem in letzter Zeit, dass eine starke Politikverdrossenheit, glaube ich, aktuell herrscht. Und ich höre immer nur, ja, das ist schlecht, das muss verändert werden. Aber so richtig aktiv will irgendwie gar keiner werden. Und das widerstrebt mir so ein bisschen. Und ich bin eben in Güstrow aufgewachsen, bin nach dem Studium wieder hierher gekommen, weil ich finde, dass es eine lebenswerte Stadt ist. Und genau, das heißt also, ich will eben nicht nur meckern, sondern auch anpacken und mich einsetzen für meine Interessen und für die Interessen eben der Güstrower. Und das war die Motivation, mich aufstellen zu lassen. Ich glaube, ich habe jetzt auch durch meinen Beruf ein breites Spektrum an Eindrücken in der Gesellschaft, was ich eben irgendwie tagtäglich sammle. Und ich glaube, das ist für eben eine Stadtvertreterin wichtig, dass man eben so viele Eindrücke wie möglich sammelt und dann eben in verschiedenen Bereichen das anpackt, was irgendwie Güstrow noch lebenswerter machen könnte. Und bei dir? Ja, bei mir ging es, wenn ich jetzt so zurückgucke, ganz früh los, weil ich schon mal mit 10 oder 11 Jahren im Kinder- und Jugendparlament war. Und das hat mich so geprägt, weil damals haben wir schon Unterschriften gesammelt, der damalige Schwimmbad, das Schwimmbad wurde zugemacht und wir hatten keine Alternative und haben als Kinderparlament damals Unterschriften für ein Schwimmbad gesammelt und am Ende gab es dann die Oase und das hat mich über die Jahre auch immer so geprägt, dass man halt irgendwie tatsächlich, nur wenn man mitmacht, passiert auch was und das ist auch so ähnlich, also irgendwie die Motivation war dann da, hey, man kann seine Zeit auch sinnvoll einbringen und das hat mich dann über die Jahre auch zur Jugendfeuerwehr gebracht und dergleichen. Und jetzt war tatsächlich auch wieder, als ich dann vor 10 Jahren das erste Mal für die Stadtvertretung kandidiert habe, war das eine ähnliche Motivation. Hey, sich mit Sachen beschäftigen, wo man noch nicht ganz so drin war. Und ich habe halt tatsächlich Lust, mich auch in neue Sachen reinzuarbeiten. Und gerade vor Ort macht das Spaß. Und ja, es gibt immer noch weiterhin zu wenig Engagierte, die halt auch tatsächlich selber aktiv werden wollen. Und das hat mich auch begleitet und dementsprechend habe ich weiterhin die Motivation, dass man in Güstrow noch schöne Sachen bewirken kann, denn unsere Stadt hat extrem viel Potenzial. Und du hast ja auch schon angesprochen, du hast als Jugendlicher schon was gemacht. Und wenn es jetzt eben auch noch viele politisch engagierte oder politisch interessierte Jugendliche gibt, die etwas machen wollen, was wäre da so der beste Weg, sich da politisch zu engagieren? Ich glaube, das muss vielleicht gar nicht mal in erster Linie politisches Engagement sein, sondern es reicht, sich zum Beispiel eben in seinem Verein umzuschauen und zu gucken, okay, was fehlt vielleicht, was brauchen wir noch und da irgendwie anzufangen. Und eben das, was du gesagt hast, ein politisches Grundinteresse, glaube ich, das müssen wir irgendwie fördern. Da muss man auch in den Dialog gehen. Das mache ich aktuell in der Schule, aber das muss natürlich auch generell stattfinden. Genau. Kann ich nur bestätigen. Also gerade das Engagement in Vereinen und überall, es muss nicht immer Politik sein, aber Hilfe wird überall gebraucht und ich glaube, jeder Verein, jeder Sportverein und
Kulturverein, alle sind glücklich, wenn sie Unterstützung haben, weil ganz häufig lasten die Aufgaben auf wenigen Schultern. Und sich da einzubringen, ist, glaube ich, eine riesige Entlastung für alle. Und dann, wenn man dann Lust hat, sich mit ganz vielen weiteren Themen zu beschäftigen, dann kann man auch vielleicht in 5 Jahren dann das nächste Mal zur Stadtvertretung oder drumherum in den Gemeindevertretungen und Kreistagen, die werden alle jetzt neu gewählt, sich auch mit einbringen. Da muss man nur mal wissen, das sind dann halt auch immer Abendveranstaltungen, die dazu kommen. Also das ist dann halt auch eine Aufgabe, für die man sich dann für 5 Jahre verpflichtet. Aber ich glaube, gesellschaftliches Engagement in der Gesellschaft gibt es genug, wo man sich einbringen kann. Und man muss es ja gar nicht im Verein machen. Man kann dann tatsächlich auch einfach mit Freunden oder in der Schule sich mit Themen beschäftigen, wo man sagt, hey, hier ist etwas, das kann man vielleicht mit einfachen Mitteln, das kann man mit, wenn man halt wirklich möchte, verändern. Und dann kann man sich auf den Weg machen, auch mit den richtigen Leuten ins Gespräch kommen und oder mit Lehrerinnen und Lehrern und versuchen dann, da was auf den Weg zu bringen. Und also mir ist auch gerade eingefallen, dass wir vor ein paar Jahren auch in der Schule eine riesen Wahl veranstaltet haben, also auch mit einem richtigen Stimmzettel, und da durfte jeder in so eine kleine Kabine gehen und da seine Kreuze setzen. Und am Ende kam dann halt die Auswertung, ja, wie viele Stimmen, also es war natürlich alles anonym, also niemand musste da jetzt noch seinen Namen raufschreiben, und die ganze Schulgemeinschaft wurde mit einbezogen. Was hättet ihr von so welchen Sachen, weil du bist ja auch Lehrerin, du bist ja auch aktiv in der Schule. Ist das auch eine Maßnahme, Jugendliche besser an dieses Politische ranzubringen oder heranzuführen? Ja, auf jeden Fall. Also die Juniorwahlen sind ja auch dafür da, dass man irgendwie so ein bisschen eben da mal reinschnuppern kann, auch zum ersten Mal irgendwie seine Stimme abgeben kann. Denn auch diese Ergebnisse werden ja durchaus veröffentlicht, auch wenn sie am Ende nicht zählen. Aber sie geben ja ein Abbild ab von dem, was eben Schülerinnen und Schüler irgendwie auch politisch irgendwie denken und sagen. Das heißt, also das ist ein ganz wichtiges Instrument, was man auf jeden Fall weiter fördern sollte, auf jeden Fall. Und ist es dann auch sinnvoll, Politiker direkt einzuladen in die Schulen, dass sie auch nochmal Vorträge halten? Oder ist das eher, nicht so relevant? Vorträge vielleicht nicht, aber vielleicht wirklich ins Gespräch kommen. Also ja. Man will ja nicht nur die eine Position haben, ja, sondern natürlich. Eigentlich will man sich ja, wenn man dann ja, wenn man gut vorbereitet ist, macht das Sinn. Das habe ich auch schon ein paar Mal. Das macht dann echt Spaß, wenn man mit Jugendlichen zusammen ist, die dann hinkommen und die Fragen oder halt die dann die Fragen vorbereitet haben und dann ins Gespräch kommen, dann genau diese Fragen, warum eigentlich Sachen wie sind. Weil ich glaube, wenn man dann die Hintergründe bei gewissen Entscheidungen versteht, dann ist das auch für alle hilfreich, weil tatsächlich viele politische Entscheidungen haben ja einen Hintergrund. Und das ist halt in der Stadt so, das ist auf der großen Ebene so. Und da machen solche Veranstaltungen total Sinn. Was ich immer ganz toll finde, was ich am Anfang meiner politischen Zeit, da waren so Planspiele, wo man halt so Rollen einnimmt in einer Gruppe, wo man dann so ein Parlament nachbildet und dann nochmal schaut, wie ist es eigentlich, wenn man gewisse Interessen vertritt. Also was heißt bei einem Bauvorhaben, wir hatten, glaube ich, damals ging das darum, ob irgendwas abgerissen wird in der Stadt, und dann wurden die Anwesenden aufgeteilt in verschiedene Gruppen, in auch verschiedene Umweltschützer und Investoren, und dann wurde halt diskutiert, wie kommt man zum Ziel. Und wenn man dann diese verschiedenen Perspektiven einnimmt, dass ja ein Problem auch gerade bei uns in der Stadt und darüber hinaus gar nicht so einfach ist, dass es halt einfach nur die einfache Lösung gibt, sondern man muss ja viel komplexer daran denken, dass ja halt auch andere vielleicht betroffen sein könnten. Und das macht Spaß, weil dann lernt man so ein bisschen Hintergründe auch nochmal kennen. Und Und so ein Planspiel kann man ja auch, glaube ich, super in den Unterricht rein, also integrieren. Also es ist ja, wie du schon meintest, dass man halt verschiedene Positionen hat und die dann auch einnimmt und die Interessen vertritt. Ich stelle mir das immer aufwendig vor, aber das ist ja. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also manchmal kann man sich da ja auch Leute von außerhalb holen, die irgendwie bei diesen Planspielen dann auch mitwirken und das so ein bisschen anleiten. Aber ich kann jetzt nur aus meinem Unterricht sprechen, gerade im Bereich Geschichte hat man ja auch den Themenkomplex Demokratie. Und da kann man durchaus gewisse Sachen einfach auch mal durchspielen und Jugendlichen eben auch zeigen oder bewusst machen, es sind eben nicht nur die einfachen Lösungen, die am Ende ein Ja oder Nein bedürfen, sondern dass man eben eine Komplexität auch mal aufzeigt und dass sie eben selbst am Ende erkennen, okay, wie ist es eigentlich, müssen wir Kompromisse machen,
es gibt eben nicht nur schwarz oder weiß, und ich glaube, gerade ganz aktuell ist das ein entscheidender Punkt, dass man das irgendwie aufzeigt, dass eben der einfache und vielleicht auch populistische Weg nicht immer der richtige ist, sondern dass man da wirklich, dass es um die Sache geht und man sich damit auseinandersetzt. Und du im Unterricht hast ja ständig den Kontakt zu deinen Schülern und natürlich auch, also die Kommunikation ist immer ganz wichtig. Sind euch da Themen aufgekommen, wo häufig Fragen gestellt zu werden? Also die wichtigsten Themen, die für Jugendliche besonders interessant sind? Ich höre mal, was alles im Güstrow fehlt. Also wenn man dann irgendwelche sagen, dann sage ich, dass wir halt eine Kleinstadt sind mit 30.000 Einwohnern. Ich habe es selber auch so gehabt. Ich bin dann mit 18 erstmal weggegangen zum Studieren und wiedergekommen. Und natürlich haben wir eine Lücke, was alles fehlt. Es wäre schön, wenn wir dann irgendwie noch irgendwie wie in Rostock oder dergleichen mehr Veranstaltungsformate hätten, mehr Sachen, wo man selber aktiv sein könnte und dergleichen. Das werden wir auch nicht alles hinbekommen. Ich glaube, deswegen, also das sind halt vor allem die Sachen, die auf mich kommen, was wir alles noch anschaffen sollten. Aber ansonsten sind es halt die ganz klassischen Sachen. Wo kann man sich treffen? Wo kann man hingehen? Und wie kriegen wir es hin, dass wir halt auch tatsächlich abends noch irgendwie mal nach Rostock fahren können, also wenn das entsprechende Alter erreicht ist. An den Sachen kann man nicht überall, glaube ich, zufriedenstellende Lösungen machen, aber zumindest die Angebote erhöhen. Und gerade, wir haben ja schon doch Vorteile, dass wir halt mit einer S-Bahn nach Rostock gut angebunden sind. Aber klar, können da auch Sachen mit dem Bus und so weiter noch verbessert werden. Und sowas nimmt man auf. Und selbst wenn die Stadtvertretung zum Beispiel nicht zuständig ist, dadurch, dass wir ja halt auch beide für Parteien kandidieren, haben wir ja auch die Kontakte. Und dann gibt man halt solche Punkte einmal weiter und schaut dann, dass halt die richtige Person, die vielleicht die Entscheidung treffen kann, von der Frage hört und die da weiter und dann vielleicht umgesetzt wird. Dieses vielleicht umgesetzt wird, haben da auch irgendwie die Bürger eine Möglichkeit, dass dieses vielleicht gestrichen wird? Oder ist es wirklich, steht es dann einfach nur im Raum und dann so, ja, mal gucken, vielleicht? Skali hat das, glaube ich, ganz gut mit den Kompromissen gerade gesagt. Genau, also auch Kommunalpolitik lebt ja davon, dass man im Endeffekt auch gemeinsam mal Anträge einbringt und dort Kompromisse findet. Und Stadtvertretersitzungen sind öffentlich. Das heißt also, jeder Bürger hat eigentlich keine Ausrede, sich nicht irgendwie auch mal zu zeigen und mal zu schauen, okay, was wird da eigentlich am Ende diskutiert und besprochen. Und ich glaube, manchmal nimmt man sich selbst da so ein bisschen raus. Am Ende entscheiden natürlich die Stadtvertreter, aber man kann als Bürger natürlich jederzeit, dafür sind sie ja da, an die Stadtvertreter herantreten mit seinen Problemen. Und ja, ich glaube, das ist dem einen oder anderen manchmal nicht so ganz klar. Also ich glaube, sagen zumindest diejenigen, mit denen ich in der Kommunalpolitik zu tun habe, die versprechen auch nichts, was sie nicht halten können. Und ein Beispiel war zum Beispiel, da kam ein Schüler vor ein paar Jahren auf mich zu, am Infostand, und der hat gesagt, wir brauchen unbedingt einen Escape Room in Güstrow. Ja, finde ich eine tolle Sache. Ich weiß noch nicht, ob es umsetzbar ist. Und ich habe das halt auch da, wo ich halt wusste, dass vielleicht jemand Interesse hat, nochmal neue Aktivitäten, Sachen zu machen, da habe ich das platziert. Aber das ist halt auch kein Versprechen, das habe ich auch nicht abgegeben, dass wir einen Escape Room bekommen oder halt ein paar andere Sachen. Für einige Sachen sind wir tatsächlich einfach auch zu klein. Und wie es gerade schon sagt, die Veranstaltung oder die Stadtvertretungen sind öffentlich. Da kann man auch sogar seine eigenen Fragen stellen. Das wissen die meisten gar nicht. Also weil die meisten informieren sich oder halt die Informationen, wann Stadtvertretungen sind, die stehen im Internet, die werden auch in der Zeitung publiziert. Aber nur wenn man aktiv sucht, findet man das eigentlich. Und da kann man auch jede Frage stellen. Da kann man, wenn man eine Schwierigkeit hat, sogar zu der öffentlichen Stadtvertretung hingehen, kann seine Frage vor allen Stadtvertretern stellen. Aber wir werden als diejenigen in der Stadt, dann als Parlament zuständig sind, werden wir nicht alles umsetzen können. Und dementsprechend versuchen wir das halt auch nicht zu versprechen. Aber wichtig ist, dass wir Lösungen finden und dass wir die gemeinsam meistens sind, weil wir Mehrheiten brauchen wir auch. Und die Möglichkeit besteht ja dann trotzdem, dass gewisse Wünsche doch vielleicht erfüllt werden in der Zukunft. Aber Dankeschön. Und wenn ihr auch eure Kreuze richtig setzen wollt für eure Interessen, dann geht am 9.6. ins Wahlstudio und gebt eure Stimmen ab. Wir sehen uns bei der nächsten NextGen TV-Folge. Tschüss!